Dem Amtszimmer der Bildungssenatorin sieht man die Arbeit an. Und die wird mit andauernder Pandemie eher mehr als weniger. Doch der heutige Tag könnte eine Wendung sein. Der Senat öffnet Schulen und Kindertagesstätten Stück für Stück. Wir regeln jetzt den Schulbetrieb für den Zeitraum vom 1. März bis zum 26. März, also bis die Osterferien beginnen. Das heißt, wir blicken auf einen Zeitraum von 4 Wochen und hoffen damit tatsächlich auch wieder ein Stück weit Normalität zurückzukehren. Das bedeutet im Detail, ab dem 1. März gibt es Unterricht in Vollklassen an allen Bremer Grundschulen. In Bremerhaven soll das voraussichtlich erst ab dem 12. April gelten. Außerdem wird die Präsenzpflicht ab der 5. Klasse wieder eingeführt. Die Schüler müssen am Unterricht teilnehmen, entweder in der Schule oder digital. Hinzu kommt eine Maskenpflicht, ebenfalls ab der 5. Klasse. Dass die Grundschulen in Bremerhaven erst nach Ostern zum Unterricht in voller Klassenstärke zurückkehren, erklärt die Senatorin so. Weil wir das Infektionsgeschehen in beiden Stadtgemeinden im Moment ja doch sich deutlich voneinander unterscheidet und wir tatsächlich das auch berücksichtigt haben dabei. Für die Kitas im Land Bremen gilt laut dem heutigen Beschluss spätestens ab dem 1. März eingeschränkter Regelbetrieb, bedeutet alle Kinder können wieder in die Kitas, aber Gruppenverbände, sogenannte Kohorten, dürfen maximal 40 Kinder umfassen. Betreuungspersonal darf jeweils nur in der gleichen Kohorte arbeiten und die Betreuer müssen medizinische Masken tragen. Ausnahme: U3-Betreuern wird das Tragen einer Maske lediglich empfohlen. Die zentrale Elternvertretung unterstützt die Lockerung, zweifelt aber an der Maskenregelung. Der Umgang mit Kindern, mit Kleinkindern ist ja etwas, was auch mit Körperkontakt und was mit Mimik zu tun hat. Deswegen sind wir da gespannt, wie das funktioniert. Viele Eltern freuen sich schon auf die neuen Zeiten in der Kita. Zum Beispiel hier bei den Walljunioren. Ich finde es toll. Sie haben einige sehr gute Freunde, die leider nicht dabei im Moment sind. Und sie vermissen sie so viel. Ich mag den Kindergarten am besten. Also mein Sohn zum Beispiel hat sich auch immer gefreut, in die Kita zu können. Und wenn er da nicht hin kann, das hat ihn auch wirklich traurig gemacht. Dass dann wieder Routine einkehrt, das ist auch für uns und auch für die Kinder natürlich klasse. Die langsame Rückkehr in Kitas und Schulen. Darüber schwebt die Frage, wie sicher das alles ist. Die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin haben eben genau letzte Woche entschieden, dass es jetzt erste Lockerungen eben im Schul- und Kita-Bereich geben kann. Und deshalb ist es für uns ganz wichtig, dass wir für die Jüngsten insbesondere eben auch jetzt die Rückkehr wieder in die Einrichtung ermöglichen. Doch auch wenn die Inzidenz stabil bleibt, wird der Dienstalltag der Senatorin noch lange von der Pandemie bestimmt sein.